Aussage einer Dame, einer Schauspielerin, einer amerikanischen Helen Keller, ein etwas überstrapazierter Spruch bereits, aber sie erkrankte aufgrund einer Hirnhautentzündung nicht nur, dass sie ihren Sehsinn verlor, sondern sie ertaubte auch. Und sie hat folgenden Spruch getätigt, sie sagte, nicht sehen können trennt von den Dingen, nicht hören können trennt jedoch von den Menschen. Und ich glaube, das zeigt sehr plakativ, was es bedeutet. Und nicht hören zu können ist eben viel mehr als nicht nur zu hören, sondern hat auch viele soziale Komponenten wie Depression oder Vereinsamung, die es mit sich zieht. Wir werden in den nächsten Minuten sprechen, wie wir hören, welche Arten von Hörstörungen es gibt, wie kann man Hörstörungen therapieren und letztendlich bin ich dann gerne nach dem Vortrag von Dr. Schobel bereit, auch Fragen zu beantworten. Die Weltgesundheitsorganisation erhebt regelmäßig, an welchen Krankheiten die Weltbevölkerung leidet. Und man darf relativ überrascht sein, gleich nach der Eisenmangelanämie sind Hörstörungen die zweithäufigste Erkrankung, an der Menschen weltweit leiden, gefolgt von Migräne. Und auch die Prognosen für die nächsten Jahrzehnte, was das bedeutet, sprechen eine ganz deutliche Sprache, nämlich Hörstörungen nehmen ganz massiv zu. Das sind aufgrund der Freizeitgestaltung der Menschen, aufgrund der Tatsache, dass die Welt immer lauter wird, aber das ist tatsächlich ein alarmierendes Signal. Gott sei Dank sind der Großteil der Hörstörungen leicht bis mittelgradig, wie Sie hier sehen, und ein kleiner Teil der Hörstörungen grenzt tatsächlich an Taubheit. Was bedeutet das für Österreich? In Österreich sind bis zu 1,6 Millionen Menschen von Schwerhörigkeit betroffen. Mehr als die Hälfte ist über 65 Jahre alt. Jetzt denken Sie sich, gut, so weit, so schön, das wundert Sie nicht. Aber was doch traurig oder bezeichnend ist, nur 25% der Menschen, die ein Hörgerät bräuchten, tragen auch eines. Und die Anschaffung wird im Schnitt bis zu 10 Jahre verzögert. Das heißt, Hörgeräte tragen bedeutet leider für viele Menschen auch heute noch eine Stigmatisierung. Man gilt als älter und vielleicht nicht so agil wie jemand Jüngerer. Hingegen eine Brille tragen wird mit viel positiveren Assoziationen oft verbunden. Und das ist für uns HMO-Ärzte natürlich oft ein Problem, weil wir versuchen, den Patienten, die ein Hörgerät brauchen, dieses auch schmackhaft zu machen. Was bedeutet das Wunder Hören? Was macht es aus? Wir hören bereits im Mutterleib ab dem 6. Fetalmonat. Wenn man sich das vorstellt, ist das eine ganz tolle Leistung. Wir hören 24 Stunden am Tag, auch wenn wir schlafen. Wir decken ein sehr großes Frequenzspektrum ab, von 16 Hertz, also sehr tiefe Töne, bis zu 20.000 Hertz. Das sind extrem hohe Töne. Und es hilft uns nicht nur mit der Kontaktaufnahme mit der Umwelt, sondern natürlich auch der Spracherwerb ist zwingend mit dem Hörvermögen verbunden und letztendlich sogar die Orientierung im Raum. Nicht nur hören wir sehr verschiedene Frequenzen, wir können auch einen sehr unterschiedlichen Dynamikbereich hören. Das heißt von etwa Flüstersprache bis zu einem Drüsentriebwerk und nur als Referenzgröße, das bedeutet eine Zunahme des Schalldrucks von etwa 10 Millionen, um den Faktor von 10 Millionen. Also man kann getrost von dem Wunder hören sprechen. Wie ist unser Ohr aufgebaut? Ganz kurz. Wir haben die Ohrmuschel, wie Sie es hier sehen, den äußeren Gehörgang, das Trommelfell, die Gehörknöchelchen und letztendlich das Innenohr mit Schnecke und Gleichgewichtsorgan, den Bogengängen und dann die Hörnerv, der Hörnerv und der Gleichgewichtsnerv, der das Signal an das Gehirn weiterleitet. Sie sehen es hier in der kurzen Animation, wie hören wir, also der Schall kommt, wie wir wissen, über den Gehörgang zum Trommelfell. Das Trommelfell wird durch den Schall in Schwingung versetzt, wie Sie es hier sehen. Und diese Schwingung wird durch die drei Gehörknöchelchen, nämlich den Hammer, den Amboss und den Steigbügel, an das Innenohr übertragen. Und was macht diese Schwingung dann im Innenohr? Diese Schwingung setzt die Innenohrflüssigkeit in Bewegung. Und diese Bewegung der Innenohrflüssigkeit wiederum bewegt Membranen und kleine Haarzellen in der Schnecke. Und dieses Bewegen der Haarzellen bedeutet letztendlich einen Nervenreiz und dieser Reiz wird über den Hörnerv ans Gehirn weitergegeben. Und so hören wir letztendlich. Hier sehen Sie nochmal diese feinen Haarzellen. Leider, das ist ein Problem, darauf komme ich zurück, die wachsen bei Menschen nicht nach. Wenn wir die mal verlieren, durch Schädigung sind die kaputt. Und
auch diese feinen Haarzellen, 12.000 äußere, 3.000 innere Haarzellen, diese feinen Haarzellen müssen sich eben bewegen, um den Reiz ans Gehirn weiterzuleiten. Ein kurzes Detail noch am Rande, wir hören verschiedene Frequenzen an verschiedenen Orten der Schnecke. Das heißt, ähnlich wie bei einem Klavier, hohe Frequenzen etwa hören wir an der Schneckenbasis, also ganz am Beginn der Schnecke, während tiefe Frequenzen an der Spitze gehört werden. Und das bedeutet, dass jener Bereich, mit dem wir hohe Frequenzen hören, nachdem sich eine Bewegung ausbreiten muss, dieser Bereich ist im Laufe des Lebens am stärksten beansprucht. Und dieser Bereich für die hohen Frequenzen ist auch jener, den wir bei einem Alterungsprozess leider als Erste verlieren. Hier nochmal das Schema des inneren Gehörganges, des Innenohrs und hier Elektronen, mikroskopische Aufnahmen. Sie sehen diese feinen Haarzellen. Wir sind hier im Mikrometerbereich, die Haarzellen, die äußeren und die inneren Haarzellen und auf die kommt es letztendlich an. Welche Arten der Schwerhörigkeit gibt es nun? Ganz grob, wir müssen zwischen zwei verschiedenen Arten unterscheiden. Zum einen die Schallleitungsschwerhörigkeit. Da liegt das Problem daran, dass der Schall leider nicht zum Innenohr gelangt. Das häufigste, wir alle kennen das, wäre etwa Ohrenschmalz im Gehörgang. Der Schall kommt einfach nicht zum Innenohr, obwohl das Innenohr eigentlich gut funktionieren täte. In den meisten Fällen kann man durch, nachdem das ein mechanisches Problem ist, etwa durch Säubern des Gehörganges oder aber durch operative Eingriffe, diesen Schalltransport wiederherstellen. Die zweite Art der Schwierigkeit, das ist die häufigere Schwierigkeit über alle Altersgruppen gesehen, ist, wenn die feinen Haarzellen, wie Sie sie gerade gesehen haben, im Innenohr zugrunde gehen und der Schall zwar das Innenohr erreicht, aber weil eben die Haarzellen kaputt sind, dieser Schall nicht aufgenommen werden kann und wir nennen diese Art der Schwierigkeit dann Schallempfindungsschwierigkeit. Und da hilft in den meisten Fällen eine Verschärfung des Schalls, also durch ein Hörgerät oder, wenn das nicht mehr funktioniert, eventuell sogar durch ein Implantat, ein Cochlea-Implantat, mit dem wir heute den Hörsinn tatsächlich ersetzen können. Ich habe schon erwähnt, über alle Altersgruppen gesehen, ist das Innenohr die häufigste Schlüsselstelle oder die häufigste Schadstelle, warum wir schlecht hören. Und warum? Weil wir ab dem 20. Lebensjahr leider das Innenohr einem Alterungsprozess ausgesetzt ist. Und wie macht sich der bemerkbar? Der macht sich so bemerkbar, dass wir, Sie sehen das hier in einem Audiogramm, die tiefen Frequenzen, die hohen Frequenzen, und würde diese Linie horizontal verlaufen, also etwa normalerweise bis zum 20. Lebensjahr zumindest, hören wir ganz normal. Ab diesem Zeitpunkt, also sehr früh schon, verlieren wir leider, Sie sehen es hier, die hohen Frequenzen, die Kurve wandert leider im Laufe der Lebensjahre immer weiter nach unten. Warum? Weil wir eben diese hohen Frequenzen am stärksten beanspruchen aufgrund der Physiologie des Hörens. Und das ist ein normaler Alterungsprozess, die sogenannte Altersschwierigkeit. Breitet sich diese dann auf den Hauptsprachbereich aus, macht sich das natürlich sehr unangenehm bemerkbar im Alter. Neben diesem fortschreitenden Alterungsprozess gibt es auch etwas, was viele von Ihnen wahrscheinlich schon gehört hat, vielleicht auch erlebt hat. Es gibt auch plötzliche Hörverluste. Wir sprechen vom sogenannten Hörsturz. Ein Hörsturz ist eine plötzlich einsetzende, meist einseitige Funktionsstörung des Innenohrs, für die es in der Regel keinen äußeren Einfluss gibt. Das heißt, der Patient wacht eines Tages morgens auf oder auch unter Tag und plötzlich hören wir schlechter, ohne dass eine Entzündung da ist, ohne dass Ohrenschmalz da ist. Und das kann natürlich für den Patienten sehr beunruhigend sein. Es betrifft im Jahr bis zu 1600 Patienten und der Altersgipfel ist in der 4. bis 5. Lebensdekade. Was wichtig ist zu verstehen, und das hilft uns sehr, ist, dass die Spontanheilungsrate, also dass der Körper selbst schafft, dieses Hörvermögen wieder herzustellen, bei bis zu 60% liegt. Oft geht diese akute Hörstörung mit Begleitsymptomen wie etwa Tinnitus, also einem Ohrgeräusch, Schwindel oder einem Taubheitsgefühl einher. Und wichtig für uns, und das geistert oft durch die Medien, ein Hörsturz sei ein Notfall. Ja, er ist ernst zu nehmen und wir bezeichnen ihn gerne als Einfall. Das heißt, man sollte schon in den ersten etwa 2 Tagen einen Arzt aufsuchen, aber es ist kein Notfall. Sie müssen nicht
in der Nacht in die Notabteilung kommen, sollten sie eine plötzliche Hörminderung bemerken. Woher kommt der Hörsturz? Ja, leider, trotz aller Bemühungen und intensiver Forschung, bis heute wissen wir es nicht genau. Es wird vermutet bei manchen Patienten, dass vielleicht die Gefäße, es sind ja ganz feine Gefäße, die ans Ohr führen, schuld sein können. Es können auch Autoimmunprozesse, oft spielt auch Stress eine gewisse Rolle. Wichtig ist dennoch, nach der richtigen Diagnose eine medikamentöse Therapie in den ersten Tagen zu beginnen, weil wir wissen, je später die Therapie einsetzt, und da spreche ich jetzt nicht von Tagen, sondern eher von Wochen, je später wird diese Therapie beginnen, so geringer ist letztendlich die Erfolgschance, und alles, was etwas später als 4 Wochen ist, ist mit einer geringen Erfolgschance leider verbunden. Und was geben wir beim Hörsturz? Ja, es ist das gute alte Cortison, ein körpereigenes Hormon. Warum? Es wirkt entzündungshemmend, immunsuppressiv, das heißt, es dämpft das eigene Immunsystem, das manchmal hier doch eine Rolle spielt, und wirkt schützend auf das Innenohr. In den letzten Jahren, neben dieser systemischen Therapie, das heißt eine Therapie, der ganze Körper ausgesetzt ist, über Infusionen oder auch über Tabletten, kommt immer mehr in Mode, dass wir das Cortison direkt mit einer feinen Nadel in das Mittelohr spritzen. Und von dem Mittelohr wird das Cortison dann in das Innenohr, also in den Kernbereich des Hörens aufgenommen. Und warum machen wir das? Wieso spritzen wir da dieses Cortison direkt ins Mittelohr? Weil wir wissen, dass dadurch die Wirkspiegel im Innenohr einfach deutlich höher sind, als wenn wir es über den Umweg des Körpers und des Blutkreislaufes geben. Wir ersparen den Patienten oft systemische Nebenwirkungen dadurch, und unsere Forschung am AKH bewegt sich gerade in diese Richtung. Wie können wir aber dennoch die Verweildauer, es ist eine Flüssigkeit, die wieder abbringen kann, im Innenohr und Mittelohr zu verstärken, und hier gibt es sehr intensive Versuche, gerade auch mit Gels. Hörstörungen, was bedeutet das im akuten Fall, was muss gemacht werden? Ja, es muss der HNO-Arzt eine genaue Untersuchung machen, es müssen Hörtests gemacht werden. Oft müssen wir auch radiologische Untersuchungen machen, wir müssen schauen, ob das Gehirn, ob der Hörnerv normal ist, eventuell auch die Blutgefäße anschauen und eventuell auch andere Disziplinen mit einziehen. Eine Blutabnahme kann sinnvoll sein oder auch eine Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt, Orthopäden oder einem Neurologen. Über Tinnitus möchte ich gar nicht so viel Zeit verlieren, ein sehr interessantes Gebiet. Es bedeutet Hören eines Geräusches ohne einer äußeren Schallquelle. Der Dr. Schobel wird sehr gut und ausführlich in Kürze darüber berichten. Kommen wir nun zu den chirurgischen Therapien von Hörstörungen. Wir können Hörstörungen in vielen Fällen auch chirurgisch therapieren. Der häufigste Eingriff, den wir bei Operationen machen, ist die sogenannte Paupendrainage, wenn sich etwa Flüssigkeit im Mittelohr angesammelt hat, aber auch Trommelfellverschlüsse, wenn es ein Loch im Trommelfell gibt durch eine Entzündung oder ein Trauma, manchmal auch Cholesteatome, sogenannte Knochenalterungen, oder aber die große Gruppe der hörverbessernden Operationen. Etwa wenn durch Entzündungen die Gehörknöchelchen kaputt gegangen sind und der Schall, wie Sie es gesehen haben, nicht mehr ins Innenohr kommt, oder aber wenn der Hörverlust so weit fortgeschritten ist, dass Hörgeräte nicht mehr helfen und mit sogenannten Implantaten geholfen werden kann. So sieht das aus im Operationssaal. Sie sehen, der Patient liegt hier, das Ohr ist frei, nicht abgedeckt, und der Chirurg sitzt an der Seite und wir operieren mit Mikroskopen diese sehr delikate und feine Struktur des Ohrs. Der häufigste Eingriff, habe ich Ihnen gesagt, vielleicht kennen Sie das von Kindern in Ihrer Familie, ist das Wasser in den Ohren, also ein Erguss im Mittelohr, oft bei Kindern, die Polypen haben und schnarchen, und das sammelt sich durch eine Belüftungsstörung, also weil zu wenig Luft zum Ohr kommt, letztendlich Flüssigkeit hinter dem Trommelfell, die Gehörknöchelchen können sich nicht mehr gut bewegen und der Schall kommt eben nicht ans Innenohr. So sieht ein normales Trommelfell aus, es ist ganz durchsichtig, wir sehen hier den Hammer und in der Tiefe auch das kleinste Gehörknöchelchen oder die kleinste Knochen des Körpers, der Steigbügel. Und so sieht das aus, wenn Flüssigkeit hinterm Trommelfell ist. Sie können sich vorstellen, es ist sehr viel dicker, es ist nicht mehr so transparent und das stört natürlich
für das Hörvermögen. Und wenn wir dann diese Problem beheben, hier sehen Sie, da wird ein kleiner Schnitt gemacht ins Trommelfell und dieses Sekret ist oft so zäh, wir nennen es auch Leimohr, so dass es sich manchmal wie ein Kaugummi ziehen kann und man kann sich vorstellen, diese Flüssigkeit stört, oft sind es Tinder beim Hören und das kann eben abgesaugt werden und damit hier dann auch längerfristig eine Hörbesserung eintritt, wird oft zusätzlich ein sogenanntes Paukenröhrchen gemacht, wie Sie es hier sehen. Neben der Tatsache, dass wir manchmal Löcher ins Trommelfell machen, wie Sie es gerade gesehen haben, um Schleim abzusaugen, ist es leider manchmal auch notwendig, Löcher im Trommelfell zu verschließen, wie Sie es hier sehen. Hier ist ein großes Loch im Trommelfell und Sie können sich vorstellen, auch hier funktioniert der Transport des Schalles zum Innenohr nicht richtig und da können wir meist mit körpereigenen Materialien wie eben Muskelfaszie, wie Sie es hier sehen, oder auch Knorpelstückchen dieses Loch verschließen, damit der Patient ohne Schutz wieder schwimmen gehen kann. Ein Loch im Trommelfell bedeutet natürlich nach jedem Mal Haare waschen oder schwimmen gehen eine Entzündung, aber auch damit das Hörvermögen verbessert wird. Neben diesen wenig oder weniger komplexen Eingriffen kann es manchmal auch dazu kommen, dass das Trommelfell relativ schön ist, aber es durch einen langwierigen Entzündungsprozess zu einer sogenannten Knocheneiterung gekommen ist. Wir nennen das Cholesteatom. Ich möchte Sie damit nicht verwirren, aber diese Knocheneiterung bedeutet für den Patienten oft Gefahr im Vollzug. Warum? Im Verzug, warum? Weil das Ohr sehr nah zu wichtigen Strukturen ist. Denken Sie an das Gehirn, denken Sie an den Gesichtsnerv. Um das Gesicht zu nerven, um das Gesicht zu bewegen, brauchen wir einen Nerv, der verläuft durchs Ohr. Und kommt es hier zu einer chronischen Knocheneiterung, kann sich diese Entzündung leider bis ins Gehirn fortsetzen. Es kann zu einer Gesichtsnervenlähmung kommen, es kann zu einer Hörschädigung kommen, zu Schwindel. Und dann muss eben auch diese chronische Knocheneiterung chirurgisch entfernt werden. Daneben gibt es die Möglichkeit, durch Operationen das Hören zu verbessern. Und das kann man zum einen, indem man die Gehörknöchelchen, die manchmal eben durch Entzündungen in Mitleidenschaft gezogen werden, durch kleine Implantate, meist aus Titan, die sind nur wenige Millimeter groß, ersetzt. Warum macht man das? Um den Schalltransport zum Innenohr wiederherzustellen. Die häufigste Operation in diesem Zusammenhang ist die sogenannte Otosklerose. Das ist eine Erkrankung, bei der das letzte Gehörknöchelchen, der Steigbügel, der nur wenige Millimeter groß ist, knöchern fixiert ist, sich nicht mehr bewegen kann und dadurch der Schall eben nicht ans Innenohr kommt. Und diesen Steigbügel kann man durch eine Operation mit einer Prothese ersetzen, um so sicherzustellen, dass der Schall wieder ans Ohr, ans Innenohr gelangt. Und damit Sie sich eine Vorstellung haben, wie wir das machen, habe ich Ihnen ein kurzes Video mitgebracht. Wir verwenden hier den Laser, nicht in allen Bereichen der Medizin macht der Laser einen Vorteil, bei der Ohrchirurgie sehr wohl schon in vielen Fällen. Und hier sehen Sie, da wird mit Hilfe des Lasers wird das Gehörknöchelchen, das sich nicht mehr bewegt, dieser Steigbügel oder auch Stapes, wird entfernt, ganz fein, ohne hier möglichst einen Schaden anzurichten. Dann wird das Innenohr, die Fußplatte, die gleich dahinter, hinter dieser Fußplatte ist schon die Flüssigkeit des Innenohrs, die wird eröffnet und statt dem Steigbügel wird eben eine kleine Prothese eingesetzt, die ist 4,5 mm groß und hat hier am Schaft nur 0,4 mm Durchmesser, also eine sehr feine Arbeit und diese Prothese wird eingesetzt und so kann der Schall wieder, das ist der Amboss, also das zweite Gehörknöchelchen und hier wird der Schall dann wieder über diesen Steigbügel Ersatz über diese Prothese ans Innenohr übertragen. Neben der Schallleitungsschwierigkeit möchte ich Ihnen jetzt noch einige Dinge über die Schallempfindungsschwierigkeit erzählen. Ich habe Ihnen gesagt, schuld ist in diesem Fall das Innenohr und der Hörnerv und in den meisten Fällen hilft es, wenn wir den Schall verstärken. Wie können wir den Schall verstärken? Durch das Hörgerät. Die Hörgeräte, Gott sei Dank, haben sich auch verbessert, sind kleiner geworden. Diese großen Geräte, wie Sie sie auf der linken Seite sehen, gibt es nicht mehr. Heute sind die Hörgeräte oft nicht mehr viel größer als eine Münze.
Neben den konventionellen Hörgeräten, die leider nicht bei allen Patienten helfen, haben wir heute auch die Möglichkeit, durch Implantate, teils knochenverankerte Hörgeräte, teils sogenannte Mittelohrimplantate, die ich noch kurz erwähnen werde, teils aber auch über Cochlea-Implantate, die tatsächlich das Innenohr ersetzen, haben wir die Möglichkeit, das Hörvermögen für den Patienten zu verbessern. Kurz zu den Hörgeräten, ich habe Ihnen schon gesagt, die haben an Schrecken verloren, weil sie kleiner geworden sind, weil sie digital arbeiten und weil sie den Schall heute viel besser wiedergeben als noch vor kurzer Zeit. Eine Beobachtung, der sich die Forschung auch sehr viel Zeit widmet, ist die Tatsache, dass wenn wir mit Patienten mit Hörverlust zu tun haben, dass leider auch das Demenzrisiko, das heißt der geistige Abbau bei diesen Patienten, stärker vertreten ist. Das heißt, bei milden Hörverlust ist das Risiko etwa doppelt so groß, bei schweren Hörverlusten aber bis zu fünfmal so groß. Das sind ganz rezente Studien, die ich Ihnen hier gebracht habe. Und was wir uns zurzeit anschauen, ist natürlich die Frage, was bedeutet das, wenn wir den Hörverlust behandeln und hoffentlich und vielleicht können wir dadurch auch den geistigen Abbau der betroffenen Patienten verzögern. Helfen Hörgeräte nicht mehr, weil das Hören einfach schon zu schlecht ist, können wir mit sogenannten Cochlea-Implantaten den Hörsinn und das Hörorgan heute komplett ersetzen. Es ist das erste Sinnesorgan, das heute mit einer Prothese komplett ersetzt werden kann. Und wie schaut so ein Cochlea-Implantat aus? Es besteht aus zwei Teilen. Zum einen einen Teil, der außen am Kopf getragen wird, ähnlich einem Hörgerät. Das sehen Sie hier. Und einen zweiten Teil, der in einer Operation in das Innenohr eingesetzt wird. Sie sehen hier, wird eine Elektrode in die Schnecke eingeführt. Sie müssen sich vorstellen, bei diesen Patienten sind die Haarzellen in der Schnecke kaputt und wir müssen jetzt mit dieser Elektrode die kaputten Haarzellen umgehen und direkt den Hörnerven reizen. Und das macht das Cochlea-Implantat. Es wird die Elektrode in die Schnecke eingeführt und direkt unter Umgehung der abgestorbenen Haarzellen wird eben der Hörnerv gereizt. Und das funktioniert Gott sei Dank sehr gut. Hier sehen Sie nochmal dieses Schema. Also der Schall wird diesmal durch das Implantat, das eben außen getragen wird, aufgenommen, wird durch die intakte Haut an den inneren Teil gesandt. Und dieser innere Teil wandelt den Schall eben in elektrische Impulse um. Und diese elektrischen Impulse werden dann über diese Elektrode, die in der Schnecke liegt, direkt an den Hörnerven weitergegeben und so können Patienten, die mit normalen Hörgeräten nicht mehr hören könnten, wieder hören. Wer bekommt dieses Wunder der Medizin sozusagen eingesetzt? Es sind zum einen taubgeborene Kinder, etwa 1 auf 1000 geborene Kinder in Österreich wird mit einer Hörstörung geboren und zum anderen beidseitig ertaubte Erwachsene. Diese zwei Gruppen waren bis vor wenigen Jahren so ziemlich die einzigen Gruppen. Heute zusätzlich, weil diese Cochlea-Implantate so gut funktionieren, bekommen auch Patienten, kommen in den Genuss dieser Implantate, die nicht taub sind, aber schon sehr schwerhörig sind und die mit normalen Hörgeräten nicht mehr auskommen, aber sehr wohl noch ein gewisses Restgehör haben. Und zum anderen auch Patienten, die nur auf einer Seite nichts mehr hören, auf der anderen Seite vielleicht noch sehr gut hören, aber oft auf der tauben Seite ein sehr störendes Ohrgeräusch haben und hier können wir mit diesen Implantaten in den meisten Fällen auch bezüglich des Ohrgeräusches sehr gut helfen. Die Cochlea-Implantate haben eine sehr rapide Entwicklung durchgemacht. Ich möchte Ihnen nur kurz zeigen, früher musste man kleine Computer direkt am Körper tragen, die den Schall eben in dieses elektrische Signal umgewandelt haben durch einen sehr komplexen Algorithmus. Und heute sind diese Implantate, die außen getragen werden, nicht sehr viel größer als ein Hörgerät. In Wien haben wir bis heute schon über 1500 Operationen durchgeführt. Das begann, und da war Österreich und Wien tatsächlich eine der Pionierkliniken unter Professor Burian, begann in den späten 70er, frühen 80er Jahren. Es ist heute ein Standardeingriff in Vollnarkose, dauert ca. 2 Stunden. Vorher müssen wir eine genaue Diagnostik machen mit Computertomographie, Magnetresonanztomographie und genauen Hörtest. Stationäre Aufenthalt ist in der Regel nicht länger als 3 bis 4 Tage und die Komplikationen sind Gott sei Dank
nachdem das ein Eingriff, der von speziell geschulten Chirurgen durchgeführt wird, mit sehr geringen Komplikationen behaftet wird, ist nach einer Woche erfolgt eine Kontrolle und nach 3 bis 4 Wochen beginnt dieses Wunderhören für die Patienten, weil dann wird das Implantat eingeschaltet und dann müssen die Patienten damit hören wieder lernen, was aber in den meisten Fällen, wenn die Ertaubungsdauer nicht zu lang war, in einer relativ kurzen Zeit passiert. Bei Kindern, die taub geboren werden, ist ganz wichtig, je früher, desto besser. Wir müssen rasch das Gehirn stimulieren, damit es möglichst kurz nur von diesem akustischen Entzug betroffen ist. Warum? Weil die Hörzellen, die Nervenzellen, die nicht stimuliert werden, leider absterben. Das heißt, wir müssen die rasch stimulieren und am besten implantieren wir diese Kinder schon um das erste Lebensjahr, um eben die Ertaubungsdauer möglichst gering zu halten. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ja, was kann man sich vorstellen, was werden diese Kinder erreichen? Ist es damit getan oder geben wir uns damit zufrieden, dass sie Geräusche hören? Nein. In den meisten Fällen schaffen die Kinder sogar in normale Schulen zu gehen, sie schaffen einen normalen Spracherwerb und das ist tatsächlich eine sehr wundervolle Geschichte. Funktionieren kann das natürlich nur, wenn wir frühzeitig auch merken, dass die Kinder einen Hörschaden haben. Und deswegen ist ganz wichtig, dass in Österreich das sogenannte Neugeborenen-Hörscreening, jedes Kind in Österreich, das geboren wird, wird einem Hörtest unterzogen, dass dieses Hörscreening flächendeckend durchgeführt wird. Und so konnte das Diagnosealter für die kleinen Putzis, die schlecht hören, von 3 Jahren auf 4 Monate gesenkt werden. Diese Untersuchungen brauchen wir. Schauen uns den Knochen an vor so einer Operation, das ist eine Computertomographie. Und zum anderen müssen wir auch schauen, ob der Hörnerv da ist, den brauchen wir ja für das Implantat, weil der wird stimuliert. Und das machen wir mit einer Magnetresonanztomographie. So schaut das aus, die Haare hinter dem Ohr sind ein bisschen rasiert. Und so schaut das nach dem Eingriff aus, ein kleiner Schnitt hinter dem Ohr, ein kleines Pflaster, also ein sehr schonender Eingriff letztendlich. Eine Frage, die oft kommt, wie viel kostet das, so ein Implantat? Das ist ja ein High-Tech-Produkt sozusagen. Es kostet 23.000 Euro circa, aber das wird Gott sei Dank von der Krankenkasse übernommen und jeder, der so ein Implantat braucht und wo der Arzt sagt, das macht Sinn, bekommt in Österreich Gott sei Dank so etwas. Das ist nicht selbstverständlich, aber auch nicht in Europa selbstverständlich. Manchmal haben Patienten auch ein Hörvermögen, wo der Tieftonbereich noch sehr gut da ist, aber die hohen Frequenzen komplett weg sind. Wir nennen das Skislope, also eine Skipiste fällt hier das Hörvermögen ab und diese Patienten sind praktisch nicht mit normalen Hörgeräten zu versorgen. Und hier haben wir eine spezielle Technik, wo wir durch einen sehr schonenden Eingriff ein Cochlea-Implantat einsetzen und diesen Restgehör, das noch vorhanden ist, erhalten und nur die tauben Frequenzen im Hochtonbereich ersetzen. Und diese kombinierte Stimulation des Innenohrs akustisch der tiefen Frequenzen und elektrisch der hohen Frequenzen gibt dem Patienten ein besonders gutes Hörvermögen. Kurz möchte ich noch neben den Cochlea-Implantaten die sogenannten Mittelohrimplantate erwähnen. Mittelohrimplantate sind auch Implantate, die wir ins Ohr durch eine Operation einsetzen, sind allerdings für Patienten, die nicht komplett oder hochgradig schwerhörig sind, sondern die eigentlich mit normalen Hörgeräten gut hören müssten. Der Hörverlust ist so ein mittelgradiger. Allerdings sind die Patienten unzufrieden mit den normalen Hörgeräten. Und warum sind sie unzufrieden? Ja, oft kommt es leider zu Entzündungen im Gehörgang durch die Hörgeräte. Andere Patienten leiden sehr unter der Tatsache, dass das Hörgerät immer den Gehörgang zumindest zu einem gewissen Teil verschließen muss. Und all diese Faktoren, Okklusionseffekt, Entzündungen oder schlechtes Klangbild führt leider manchmal dazu, dass Patienten mit normalen Hörgeräten unzufrieden sind. Diesen Patienten nach einer genauen Abklärung können wir diese Mittelohrimplantate empfehlen oder einsetzen. Hier wird im Gegensatz zum Cochlea-Implantat nichts in die Schnecke eingesetzt, sondern es wird ein kleiner bewegender Vibrator sozusagen an die Gehörknöpfchen geklippt und so wird der Schall übertragen, ohne dass wir den Gehörgang durch ein Hörgerät verschließen müssen.
So sieht das nach der Operation aus. Es muss ein äußerer Teil getragen werden, aber der große Vorteil ist, dass der Gehörgang, der eventuell zu Entzündungen neigt, offen bleibt. Ganz kurz noch zu der Frage, die immer wieder auftritt, ja, schön und gut, aber gibt es nicht Implantate, wo man vielleicht außen gar nicht sieht, so wie bei einem Herzschrittmacher, da hat man ja auch nicht außen noch ein zusätzliches Kasperl. Ja, es gibt auch solche Implantate, voll implantierbare Hörgeräte, allerdings die Erfahrung bis heute war damit nicht sehr gut. Und warum war die Erfahrung nicht sehr gut? Naja, Sie müssen sich vorstellen, der Schall, mit der an das Implantat gesandt wird, der muss ja aufgenommen werden. Und wenn wir jetzt gar nichts mehr außen tragen, kein Mikrofon mehr, dann muss das Mikrofon unter der Haut liegen. Und durch Kauen, durch Blutströme werden dadurch leider auch Körpergeräusche sehr stark übertragen. Und deswegen haben sich diese voll implantierbaren Hörgeräte eigentlich nicht bewährt bis heute. Hoffentlich gibt es da bald Verbesserungen. Und der zweite Punkt ist, dass diese Implantate im Gegensatz zu etwa Herzschrittmachern sehr viel Energie verbrauchen und das Laden der Akkus, wenn sie nichts mehr außen tragen, ein Problem darstellt. Damit komme ich zur Zusammenfassung meines Vortrages. Sie haben gehört, Hörstörungen nehmen an Ausmaß und an Häufigkeit zu. Das Hören ist ein sehr komplexes und wundersames Sinnesorgan. Nicht hören zu können bedeutet für die Patienten eine sehr schwerwiegende Beeinträchtigung. Sie haben gehört, es gibt Schallleitungsschwierigkeiten und Schallempfindungsschwierigkeiten. Es gibt operative Möglichkeiten für beide Gruppen. Beim Hörsturz wissen wir bis heute nicht genau, woher der kommt. Wichtig ist eine nicht sofortige, aber doch eine rasche Therapie. Für Hörgeräte gilt, je früher, desto besser. Je länger sie sich entwöhnen, nichts zu hören, desto schwieriger wird es später sein, wieder zu hören mit Hörgeräten. Und durch die moderne Technik mit mehreren Mikrofonen im Hörgerät und auch der digitalen Signalverarbeitung können heute Gott sei Dank oft schon sehr gute Erfolge erzielt werden. Cochlea-Implantate ist ein standardisierter Eingriff für taube Kinder oder ertaubte Erwachsene, immer mehr auch für Patienten, die nur einseitig schlecht hören, und Mittelohrimplantate stellen eine gute Alternative zu Hörgeräten dar. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit.